Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Es gibt was Neues von Snackmaster und zwar Potato Pockets in der Sorte Greek Style. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurück überlege, kann ich mich im letzten Jahr an eine ziemlich geile Sorte von dem Potato Pockets erinnern. Da gab es die nämlich im Raclette Style und die waren echt hammergeil. Dieses Jahr im Greek Style mit Hirtenkäse und Oliven. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin nicht so ein großer Oliven-Fan, aber ich mag Hirtenkäse und ich mag diese Potato Pockets total gerne mit Kürbiskernen im Kartoffelmantel. Ich glaube, das hatten wir im letzten Jahr auch schon mit diesen Kürbiskernen. Irgendwas war da in diesem Mantel, die waren richtig schön knusprig. Kosten 1,99 €, 300 Gramm. Bekommt ihr aktuell seit dieser Woche mit etwas Glück im Globus Supermarkt oder mit noch mehr Glück im Edeka Supermarkt. Also im Edeka Supermarkt, die können ja unterschiedliche Inhaber haben, deswegen kann man nie sagen, es gibt es jetzt bundesweit im Edeka, bei einigen Sachen schon, aber es können Listungen trotzdem sehr individuell sein. Also Snackmaster Potato Pockets Greek Style. Hätte ich als erstes dran gedacht, dass sie da vielleicht Tzatziki reinknallen, aber nee, das ist jetzt hier Hirtenkäse und Oliven. Vielleicht klappt das auch nicht so gut mit dem Tzatziki. Ich mache das gleich mal auf. Und ich werde die wie immer in der Heißluftfritteuse zubereiten. Ich glaube, die könnten echt lecker sein. Ich gucke mal, ob die mittlerweile, ja, das ist so toll. Ach, es ist so modern und toll alles da draußen. Mittlerweile steht auch für die Heißluftfritteuse auf 200 Grad vorheizen, 6 Minuten und dann sind sie fertig. Es ist einfach perfekt. So, da wandern sie jetzt rein und dann sehen wir uns gleich wieder in der Großaufnahme, aber erstmal tiefgefroren. Und jetzt schauen wir uns noch schnell die Potato Pockets Greek Style in Großaufnahme und tiefgefroren an. Ich habe mir hier 4 Stück aus der Verpackung rausgeholt. Hier könnt ihr auch die Kürbiskerne im knusprigen Mantel sehen. Praktischerweise ist das Ganze nicht nochmal hier mit Plastik, sondern einfach so tiefgefroren hier drin. Das ist wirklich perfekt. Das schont die Umwelt. Und gleich wird dann probiert. Und jetzt aber frisch aus der Heißluftfritteuse. Da könnt ihr auch sehen, wie goldgelb die glänzen. Die haben sogar eben so ein bisschen gezischt auch. Und das Verhältnis von Füllung zur Kartoffeltasche sieht auch sehr gut aus. Die werden jetzt gleich direkt vor der Kamera probiert. Und ich bin gespannt, ob sie mir schmecken. Dann wollen wir mal schauen. Perfekt vom Timing, Herr Guru. Das muss ich wieder selbst loben, weil ich die perfekte Zubereitung in der Heißluftfritteuse hinbekommen habe. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, schön saftig. Aber nicht so spannend wie das mit dem Raclette-Käse. Und, haben wir schon gesagt, ich bin nicht so ein großer Olivenfreund, ja. Dafür können jetzt diese Potato Pockets nicht. Aber ich gebe dem Ganzen trotzdem eine Chance. Man muss ja immer wieder seinen eigenen Geschmack hinterfragen und gucken, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht. Aber das ist schon mal der Hintergrund für euch. Damit ihr die Bewertung besser einordnen könnt. Für alle Olivenliebhaber da draußen, greift unbedingt zu. Die Olive macht sich tatsächlich bemerkbar. Der Hirtenkäse bleibt so ein bisschen im Hintergrund. Definitiv nicht mein Favorite. Wäre ich Olivenfan, würde ich 7 Punkte geben. Und da ich keine Oliven mag, auf meiner persönlichen Skala ein Abzug, 6 Punkte. Gibt definitiv auch von Snackmaster spannendere und coolere Sorten in diesem Potato Pockets Bereich. Hat mein Herz nicht ganz so erwärmt, aber probieren geht über studieren. Probiert es aus. 1,99 €, wie gesagt. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.